Dann sammelt mal ein. Ich denke, ich habe alle losgekriegt, bis auf den einen. Und den darf Hydra auseinandernehmen. Oh, unsere Bauarbeiter sind auch mal wieder fertig, während wir hier mit Explosionsspielchen beschäftigt waren. Schon mal zum Laufen animieren. So. Das wäre dann die nächste Line. So, das heißt, wir haben nur noch diesen Wald hier. Wenn es dann hart auf hart kommt, müssen wir den Wald hier oben abholzen. Na ja, komm. Ihr bewegt euch mal hier hin. Und holzt da fleißig ab. Also ja, wir haben unseren Holzvorrat wieder etwas aufstocken können, zum Glück. Sind jetzt das Wäldchen hier auch losgeworden? Das hier ist halt ein bisschen unpraktisch. Aber ja, wieder Holz in Hülle und Fülle. Auch hier in unseren Lagern.
Der Wald weicht auch wirklich immer mehr. Ja. Das Brickton Space Program läuft auch gut. Jedenfalls schaffen wir es schon mal, Bäume in die... Das ist nicht mal die nächste Atmosphärenschiene, das ist überhaupt nichts. Das sind 2-3 Meter vielleicht. Also in der Brickform-Welt ist alles so groß wie in der Lego-Welt, da waren es ein paar Zentimeter. Ist aber auch toll, wie viel Holz hier unten schon gelandet ist. Na, wie weit seid ihr hier? Na, da habt ihr noch ein gutes Stück zu schaffen. Holzmangel sollte es jetzt wirklich keinen mehr geben. Gehen wir mal wieder etwas hoch auf. Großansicht. Ja, hier drüben sieht es wirklich fertig aus. Hier drüben ist halt noch die große Baustelle. Aber es sieht langsam immer mehr wie flaches Land aus. Also ist da hinten. So, wieder runter. Und wieder hier nach dem rechten sehen. Also ja, auch definitiv mehr als genug Holz, was da rumliegt gerade. Und es stehen ja auch noch ein paar Bäume hier in dem Wäldchen. Flonk. Na gut, bald stehen keine Bäumchen mehr in diesem Wald.
Fällt mir sogar ein, von euch mal wieder schnappen und die zum Bauen abkommandieren. Oder auch nicht, weil der Befehl nicht übernommen wurde. Dein hat sie doch übernommen, sehr schön. Und auch noch Hydra habe ich erwischt. Ich würde echt gern wissen, woher der Bug kommt, dass Victoren sich einfach mal spontan resetten. Also wenn ich irgendeinem sage, vom Bauen, also jetzt Holz fällen gehen, dass er dann kurz darauf wieder beim Bauen ist. Weil da einfach das, was ich ihm zugeordnet habe, überschrieben wurde mit dem vorherigen. Ob es vielleicht daran liegt, dass wir jetzt schon so viele Victorns haben. Naja, das ist eine der Sachen, die halt wirklich ärgerlich an dem Spiel sind, so sehr ich es mag, das Spiel. Die Performance wäre sehr verbesserungswürdig. So wie wir jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Haufen Lags haben. Oder Hänger. Ich mich immer noch frage, woher die Victorns die Äxte haben. Also ich meine, wenn man sich den Hackflock halt anguckt, dann steckt da die Axt drin. Hier wurde der Hackflock mit einer Axt gebaut, wenn der Hackflock nur einen Baumstamm braucht. Wie teleportiert sich die Axt einfach in die Hand des Victorns, sobald er den Baumstamm drauf abgelegt hat? Oh, wird langsam. Dann werden sie auch irgendwann noch das da drüben schließen. So, die kann ich mal übernehmen. Mal. Den auch. Und auf der Seite.
Ja, und es ist verdammt viel Holz jetzt hier unten. Und da irgendwo verstreut. Ja, so wird man es Holz auch los. Warum nicht? Ich meine, die Bricktorns, guckt es euch mal an. Sie gucken ja alle schon so grimmig, grantig. Ja gut, McCoy läuft mit geschlossenen Augen durch die Gegend, kein Wunder. Und hier May. Ich habe, glaube ich, schon lange keinen Bricktorn mehr lächeln gesehen. So ein bisschen grinsen oder schmunzeln, aber richtig, dass sie happy aussehen, eher nicht. Ja gut, ändern wir mal das Bäumefeld zu dem Aufräumen. So. Nein, das wollte ich nicht. Mann. So haben. Danke. Genau. Guck mal, wir haben schon wieder fast überall 4 Stapel. Also 3 mal 8. 24. So, dann holen wir mal die Stämme hier unten. Oh, den einzelnen da vor allem. Oh, der behält zum Abwechslung mal seinen Befehl.